Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Zunächst möchte ich euch mal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2022 reingekommen und ich drücke uns alle die Daumen, dass wir dieses Jahr etwas mehr automobilen Lifestyle erleben können, mehr Treffen stattfinden. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Nichtsdestotrotz starten wir diesmal mit der Supra MK5. Die bekommt von uns einmal die Kappspoilerlippe vorne und den Heckflügel. Und nach dem Intro lege ich los mit der Montage. Bis gleich. Wichtig wie immer, zuerst einmal eine Probemontage durchführen, um die Passgenauigkeit zu kontrollieren. Und wie man hier schon sehen kann, wunderschöne Abstände, die Konturen passen. Dann geht's los mit dem Löcherbohrer. Nachdem ich jetzt die Kappspoilerlippe nochmal richtig angesetzt habe, können wir jetzt die Löcher übertragen. Wichtig ist, achtet hierbei darauf, dass sie wirklich hundertprozentig sitzt. Denn wenn wir jetzt falsch bohren, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Wäre unglücklich. So, jetzt kann ich euch auch mal einen richtig schönen Fail zeigen, denn meine Nietenzange ist kaputt. Die lässt sich nämlich richtig einstellen und knallt deswegen die Bolze nämlich durch. Aber gar kein Problem, die können wir jetzt gerade mit der Flex abtrennen und dann sieht es sauber aus. Und natürlich auch hervorragend getroffen. Schön die Kennzeichnung mit der ABE-Nummer. Aber wie ich mittig die getroffen habe, lernen kann man das nicht, gell? Und auch hier sieht man jetzt, wie das Ganze dann im montierten Zustand aussieht. Richtig schön, Passgenauigkeit super. Auch hier ein super schöner Abschluss zum Radlauf. Und jetzt mache ich noch schnell den Heckflügel dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Auch der Heckflügel, kein großes Hexenwerk, einmal angepasst. Klebeband abgezogen, montiert, fest ist er. Hier ist wichtig, lasst ihn gern über Nacht vielleicht noch mal stehen, richtigen Anpressdruck verwende, damit die Klebekraft sich voll entfalten kann und dann ist das eine super Sache. Alles in allem finde ich sehr gelungen, gerade der Heckflügel auch von den Konturen nimmt das Heck vom Fahrzeug noch mal richtig schön aggressiv her und vorne finde ich das auch sehr schön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das Auto gefällt. Und jetzt im Anschluss könnt ihr euch im Carporn das Ganze nochmal im Detail anschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.